Strassenradsport ist ja ziemlich ein komplexer und schwieriger Sport. Man muss vieles verstehen, technisch, taktisch. Man muss sehr gute Physis mitbringen. Und wie fest gehst du über deine eigenen Grenzen, um wirklich ganz schnell zu sein? Schmerz hat eigentlich jeder und jede, der zum Beispiel das Zeitfahren macht und dort immer maximal fährt zu jedem Zeitpunkt des Renners. Die Frage ist dann, leidest du unter diesem Schmerz oder sagst du, das ist eigentlich das, was ich dafür trainiert habe? In dieser Zone will ich performen und je mehr Schmerz ich habe, desto höher ist meine Performance an diesem Tag. Ich wohne mit meinen Eltern auf dem Bauernhof. Das ist wie eine Basis, die ausstimmt und auf dieser Basis kannst du aufbauen. Ich finde es auch recht schön, dass meine Familie an sich nicht aus dem Sport, aus dem Radsport kommt. Und wenn ich zum Beispiel von einem Rennen komme, geht es um alles andere als um den Sport und das tut auch recht gut. Ich werde oft gefragt, welche Rolle für mich die Natur hat. Ich sehe mich und die Menschheit als Teil der Natur. Und unsere Rolle ist, die nicht kaputt zu machen. Schlussendlich geht es, glaube ich, um Politik und abstimmen und dafür sich einsetzen, dass die Strukturen sich ändern. Ich bin Marlene Reusser, Radrennprofi. Was treibt dich an?